Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ihr seht schon, das sieht heute ein bisschen anders bei mir aus. Und zwar, das wird jetzt nicht das hundertprozentige Video, wie ich hier alles steuere, sondern ich wollte das einfach mal als Testaufnahme nutzen, um mal zu schauen, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt hatte, um auch zu zeigen, wie ich dann in-game oder im Spiel meine Tastenbelegung halte, je nachdem, was ich gerade so für eine Aktivität ausübe. So, als erstes ein paar kleine Sachen vorneweg. Und zwar aktuell gibt es bis zum 25. Dezember jeden Tag, wenn ihr euch einloggt im Spiel, ein paar Arcs zu abzugreifen. Man muss dafür nichts machen, die gibt es dann einfach geschenkt. Am ersten Tag waren es glaube ich 100, dann 150, dann 200 Arcs und ich glaube, das steigert sich noch ein bisschen. Und da gibt es halt jeden Tag kostenlos Arcs. Ist eine schöne Sache, kann man ruhig mal mitnehmen und mal abgreifen. Wie gesagt, das geht noch bis zum 25. Und ja, nehmt das ruhig mal mit, auch wenn ihr gerade nicht viel vorhabt, aber die kostenlosen Sachen kann man ja dann mal eintauschen für irgendeine neue Lackierung oder ein Chipkit oder eine Stimme oder was auch immer. Eine Waffenfarbe, eine Antriebsfarbe, was euch beliebt. Ja, jedenfalls, was gab es noch? Genau, es gab ja nun zwischenzeitlich nochmal zwei kleinere, kurze, schöne Trailer und auch ein Gameplay-Trailer aus der First-Person-Sicht von Odyssey. Und man kann es mittlerweile auch vorbestellen auf Steam. Kostet, glaube ich, die normale 35 Euro. Und die Alpha-Zugangsversion 45 Euro oder so. Ich habe die mir jetzt einfach mal gegönnt schon mal. Obwohl noch nicht feststeht, wann es genau rauskommt. Es ist jetzt ein Datum aufgetaucht vom 21.04.21. Ich vermute aber fast, das ist auch nochmal so ein Platzhalterdatum, weil der 21.04. ist, glaube ich, auch nochmal, wo teilweise irgendwelche Geschäftsjahre oder so bei den Entwicklern immer mal ablaufen. Keine Ahnung, ich bin der Meinung, mal sowas gehört zu haben. Und ja, wir kennen Frontier, nageln wir uns alle einfach mal nicht auf den 21.04. fest. Aber vorher gehe ich schon mal stark von aus, starte dann irgendwann die Alpha, dann natürlich auch die Beta und irgendwann kommt es dann nächstes Jahr höchstwahrscheinlich raus. Ja, wie gesagt, könnt ihr schon vorbestellen und ich habe mir jetzt den Alpha-Zugang da mal gekauft. Ich warte jetzt nicht drauf, bis vielleicht Frontier sagt, komm, hier hast du einen Key oder sowas, was die schon ab und zu mal gemacht haben, aber ist mir jetzt egal. Falls die mir was zukommen lassen, spende ich den gerne an euch. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ja, dann wurde mir heute noch zugetragen, ich hatte das auch selber schon gelesen vor, circa 2 Wochen. Und Drago schrieb mich vorhin an, pass auf, oder ich habe so ein bisschen geschrieben und er meinte, ja, macht gerade ein bisschen Kopfgeld, sammeln, ein paar Piraten abschießen. Da wurden jetzt die Credits erhöht. Ich denke, wurde das schon, ja? Ich hatte das auch gelesen und war allerdings für mich der Meinung, ich habe das nur recht grob überflogen, dass das mit Odyssey dann eingeführt wird, weil da auch so ein Rebalancing oder ihr wisst schon, der Credits stattfinden soll, wo man wie viel verdient. Und nö, das wurde aber wohl am gleichen oder am selben Tag dann noch gepatcht. Ich hatte auch gesehen, es gab jetzt in den letzten 2 Wochen mal 2 kurze Patches. Und das ist jetzt schon aktiv. Es gibt jetzt mittlerweile viel, viel mehr Kohle durchs Piratenabschießen. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal los. Und ja. Wie gesagt, das mit der Steuerung da links unten ist jetzt erstmal nur, um zu sehen, ob das auch so aufnahmetechnisch klappt. Genau, ich bin gerade mit der Singularity, bin ich in Toluku. Zum einen war ich hier, weil hier gibt es so eine schöne Eisring und dachte, ach komm, genau hier, vereist und sehr häufig vorkommen. Farmst du mal ein bisschen Tritium, hatte dann nach 20 Tonnen Tritium farmen überhaupt keinen Bock mehr. Bin dann wieder zurück, hab die Korvette hergeholt und bin dann zum Piraten geflogen, um das einfach mal zu testen. Und Drago hatte mir dann direkt auch mitgeteilt, pass auf, du siehst dann zwar hier links, wenn wir dann einen Gegner ausgewählt haben, zeige ich euch gleich alles nochmal. So, da müssen wir erstmal hin in einen gefährlichen Rohstoffabbaustandort. Es wird jetzt hier links unter den Kontakten, man wählt die Gegner aus, die werden gescannt oder dann auch mit einem Tötungsbefehlsscanner stehen erstmal noch die alten Creditbeträge da. Und auch wenn die abgeschossen werden, die Gegner, sieht man rechts oben dann im Infofeld, dass da die alten Credits noch auftauchen. Aber, halt. Jetzt muss ich aber gerade mal weg vom Planeten, sonst reißt er uns hier raus aus dem Supercruise. Ja.
Ja, da sehen wir es. Wir sind recht nah dran. Da ist einiges los. Ein bisschen wie der Jupiter hier hinter uns. Wir können ja mal fix rausschauen. Er hat ein paar große Stürme. Wahrscheinlich jeder so groß wie die Erde, wenn nicht sogar noch größer. Na gut. Ja, auf jeden Fall werden die dann aber richtig dazu gezählt, wenn wir hier mal reinschauen. Und ihr seht jetzt hier, das habe ich vorhin in knapp 45 Minuten, 40, 45 Minuten gemacht. Alleine für die vorherrschende Fraktion Explorer und Tour 13,5 Millionen Credits und noch für einige andere Fraktionen auch noch einiges. Und ja, da kommt schon mal gut was bei rum. Das Schärfste, was ich hatte, war von einer Anaconda. Die hatte gescannt mit Tötungsbefehlsscanner, kam die auf irgendwas um die 380.000 Credits. Und was mir dann allerdings hier hinzugezählt wurde, waren über 1 Million für ein Schiff. Und ich fand auch mittlerweile, die hatten das ja schon immer mal angepasst, die Creditbeträge für die Piraten, wenn man die abgeschossen hat. Und war auch jetzt meiner Meinung nach notwendig, dass man das jetzt nochmal macht. Finde ich auch gut, dass es schon gemacht wurde. Dass sich alles so langsam so ein bisschen auf einem Level. Es gibt natürlich immer Sachen, mit denen man mehr Geld, teilweise auch deutlich mehr Geld machen kann als mit anderen Sachen im Spiel. Das lässt sich, glaube ich, nie vermeiden. Finde ich aber auch ganz gut, dass es immer mal Sachen gibt, wo man mal ein bisschen mehr Kohle machen kann. Das ändert sich ja. Das war über die letzten 6 Jahre mittlerweile. Das Spiel ist gestern 6 Jahre alt geworden. Habe ich dieses Jahr aus Versehen tatsächlich mal nicht dran gedacht. Ja, scheiße. Aber Frontier denkt ja auch nicht an meinen. Von daher, gut. Ja, auf jeden Fall finde ich es eine gute Sache, dass die Credits angehoben wurden. So, ich glaube, so um das Vierfache kann man so grob rechnen. Und jetzt bin ich aber am Überlegen, da hatte ich gar nicht gefragt oder nochmal geschaut. Vielleicht wisst ihr das. Es gibt ja hier auch die, ich glaube hier in Toluco gibt es die auch. Genau, die Kampfbereiche. Auch da wurden ja die Creditbeträge angepasst über die letzten Jahre. Ob sich da nochmal was verändert hat, ob die auch gleichzeitig mit angehoben wurden. Müsste es meiner Meinung nach, weil da hat man schon immer zwar pro Schiff, die waren ja feste Beträge, je nachdem was das für ein Schiff war. Und da gab es aber immer mehr zu tun. Also von daher, man konnte da auch ganz gut Geld machen, aber trotzdem immer mehr bei den Piraten. Ja, ob sich da auch was getan hat, ob die auch vervierfacht vielleicht wurden oder allgemein. Da fanden immer wieder Änderungen statt oder immer wieder Anpassungen statt in den Zonen. Könnte ich vielleicht mal hinfliegen, vielleicht eine gute Idee, dass ich es da einfach mal selber probiere in der Zwischenzeit. Aber ihr habt ja wahrscheinlich Ahnung und könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. So, ja, ihr seht schon, links unten Tastatur natürlich, Maus und alles, ne? Ja, bloß mal zum Probieren und wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen was zum Abschießen noch finden. Ruben habe ich einen gepackt, meinen kleinen Rubinator. Zack. Den hatte ich vorhin nicht dabei, als ich hier am Testen war. Ruben, ja, er freut sich immer. Hat immer ein Lächeln im Gesicht. Schön. So, was haben wir denn da? Ja, das ist ja geil. Eine Anaconda. Packe ich mal meine ganzen Waffen raus. Scan das gute Stück. Gefährlich. Und gucken wir mal. 223.000 ohne Scan. Vielleicht haben wir Glück und der hat mit dem Scan noch ein bisschen mehr. 327.000. So, das merken wir uns jetzt mal. Ich gehe mal aufs Kraftwerk. Ruben, hau rein. Und wir merken uns mal unten die 13,6 Millionen. Das heißt, wir würden jetzt, wenn wir den abschießen, nach alten Regeln nur auf 14 Millionen kommen. Aber es wird mehr sein, wie gesagt, durch die Anpassung. Und mal schauen, das könnte sogar ein neuer Rekord sein von dem, was ich jetzt selber vorhin schon mal erschossen habe. Schauen wir mal. Also knapp 13,65 Millionen. Na gut. Wähle ich sie ab. Oh. Oh, ich habe gerade ein Soundproblem. Hört ihr das? Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, jetzt ist es wieder weg. Okay. Ich habe kein Soundproblem. Ich weiß nicht, ob das auch in der Aufnahme dann drin ist oder ob das meine Boxen sind, die gerade die Hufe hochmachen. Wäre natürlich nicht so geil. Okay, jetzt geht's gerade wieder. Okay, ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme, weil das wäre nicht so schön. Muss ich nachher mal schauen. Na komm, jetzt geh kaputt. Nice, da platzt sie schon. So, und wir haben 14,5 Millionen.
Also 900.000 Credits sind ziemlich genau dazugekommen. Jetzt rauscht das schon wieder. Okay, das ist aber sehr unangenehm. Ich hoffe wirklich nur, dass es bei mir ist. Es kommt, glaube ich, aus den Boxen, ja. Na toll. Ja, und natürlich auch noch ein paar andere Credits, die sich dann so kleinteilig auf die anderen geschoben haben. Was ist denn das mit dem Sound? Das hatte ich ja noch nie. Oh Mann, immer was Neues. So, eine Clipper. Ja, auf jeden Fall finde ich das echt super, dass man da auch schön Geld mitmachen kann. Noch mehr als sonst schon. Moment, jetzt muss ich das testen. Jetzt muss ich mal kurz an meine Boxen ran. Okay, ja, das betrifft meine Boxen. Okay, dann solltet ihr das nicht hören. Ach, na toll. Wenn ich immer die lange Schlange sehe, die bei uns vorm DHL-Paketshop rumsteht, wenn ich mal zum Aldi gehe oder so, dann laufe ich da immer vorbei. Und gefühlt stehen da, weiß ich nicht, 30 Leute und 50 Meter, 60, 70 Meter Schlange. Das wird immer mehr. Ich glaube, je näher Weihnachten rückt, desto größer wird oder länger wird die Schlange. Da habe ich jetzt keinen Bock, was zu bestellen. Nachher klingeln die wieder nicht und liefern das Paket dort ab. Und dann müsste ich da ewig anstehen. Das möchte ich ja auch nicht. mal schauen. Muss danach mal schauen, was mit den Boxen los ist. Ja, ihr könnt ja dann nebenbei, könnt ihr euch das anschauen, was ich da so rumklicke auf der Tastatur mit BASD. Kann ich ja kurz mal zeigen. Wir schauen noch mal, was hatte der eigentlich dabei? 105.000. So, der müsste jetzt gleich platzen. Ja, auch da nochmal 500.000, 400.000 Credits dazu, ein bisschen mehr sogar. Also ist ungefähr das Vierfache, vier bis fünffache würde ich fast sagen. Ich glaube, das ist nicht immer gleich, aber ja. Ich kann ja mal so ein bisschen durchgehen. Jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Ruhe und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie steuere ich das Schiff? Ja, ich erhöhe den Schub mit Shift und mit Steuerung verringere ich den Schub. Wenn wir jetzt einfach mal vom Schub ausgehen, dann geht es halt langsam stufenlos nach oben und nach unten mit Shift und Steuerung. Dann X ist immer also Schub 0, komplett auf 0 runter. Zack. Tab ist bei mir Boost. Ich glaube, das ist standardmäßig, bin ich mir aber nicht mal sicher. Ich habe die Standardsteuerung nicht im Kopf, habe die auch so gut wie nie genutzt. Ja, Maus ist, denke ich, klar, hoch und runter. Nicht invertiert in dem Fall, links und rechts. Also Neigen des Schiffes, die Neigung. Wenn ich jetzt so nach links, rechts und oben strafen möchte, dann nehme ich dafür halt BASD. D nach rechts, A nach links, B nach oben, S nach unten rollen. Habe ich auf Q und E gelegt. Ja, die ganzen Menüs, die sind, glaube ich, auch, die sind tatsächlich standardmäßig auf 1. Wenn ich auf 1 gehe, komme ich in das linke. 2 ist das Kommunikationsmenü. 3 ist das hier unten und 4 ist das rechts. 5 habe ich tatsächlich, hat mit dem Schub zu tun. Die 5 ist bei mir 50% Schub. Mausrad nach oben drehen einmal. 100% Schub. Und Mausrad nach unten sind es immer die 70% Schub. Oder 70 oder 75% Schub für den Eintritt aus dem Supercruise, wenn ich irgendwo andocken oder landen oder wenn ich aus dem, na, wenn ich eine Station im Supercruise anfliege, dann sind es Mausrad runter, die 75 oder 70, ich weiß es gerade nicht genau, ich habe es gerade nicht im Kopf, tut mir leid. Dann sind es genau die Prozent, die man bei 6, 7 Sekunden Restzeit einhalten muss, um noch ganz normal eine Station anfliegen zu können, ohne dass man zu schnell wird. So, was haben wir noch? Eine Python. Ja, was habe ich noch? Ach Gott, hier ist alles belegt. Genau, hier diese kleine... Ach, shit. Ach, ich sehe gerade... Ach, das ist ja doof. Ah, nein! Ja. Oh Gott, das tut mir jetzt leid. Ja gut, das sehe ich jetzt selber erst. Ich habe gar nicht die deutsche Tastatur eingestellt. Das hatte ich. Aber ich habe vergessen, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, dass ich das immer umstellen muss, wenn ich das Programm dafür gestartet habe. Oh, das ist natürlich ärgerlich, ne? Da müssen wir das nochmal machen. Scheiße. Oh, dann vergesst das. Hm. Ja, ich kann es zwar erzählen, aber da sieht jetzt was anderes aus. Wenn ich hier auf diese Taste neben der 1 gehen will, die taucht dann halt dort nicht auf, sondern die ist da irgendwas anderes. Da muss ich das richtige Tastaturlayout nochmal wählen, dass es auch richtig dann in der Aufnahme angezeigt wird. Ach, wie doof, Mensch, das tut mir leid.
Okay, pass auf, ich blend die beiden Sachen jetzt mal aus. Halt. Das war falsch. Das hier. So, genau. Dass wir uns ja jetzt nicht verrückt machen, wenn ich da irgendwas drücke und ist was ganz Komisches zu sehen. Sorry, ich habe es jetzt selber erst gesehen. Zirkumflex, so heißt die Taste, die ich meinte, links neben der 1. Die benutze ich halt, um die Waffen ein- und auszufahren. Die Waffen aktivieren sich allerdings auch, wenn ich die Feuertaste, bei mir linke Maustaste, verwende. Also für die primäre Feuergruppe ist bei mir linke Maustaste, obwohl die im Spiel rechts angezeigt werden. Und die sekundäre Feuergruppe ist bei mir rechte Maustaste, obwohl die links im Spiel angezeigt werden. Da haben ja manche Leute ihre Problemchen mit. Ja, ich bin es jetzt einfach so gewohnt. Nee, mache ich nochmal. Scheiße. Das war wieder Vorbereitung ist mein Leben. Ja, sorry dafür. Hat anscheinend nicht sollen sein. Ich würde sagen, wir bauen nochmal ein, zwei Schiffchen ab. Und gucken wir mal über Weihnachten. Ich habe jetzt die ganzen letzten Tage immer Spätschicht. Das ist dann ein bisschen doof. Und da habe ich dann auch abends keinen Bock mehr, irgendwas noch aufzunehmen oder so. Da ist gerade ein bisschen wenig. Call of Duty haben wir durchgespielt. War ein kurzes, schönes, intensives Let's Play. Aber ich will unbedingt mal wieder einen Livestream machen. Aber aktuell ist es zeitlich einfach ein bisschen knapp. Ärgert mich selber. So, 165. Ja, und hier ist natürlich auch mehr. Ja, ihr seht, es ist einiges an Credits, was dabei rumkommt. Deutlich mehr als vorher. Und heute, Donnerstag, sollten ja dann auch die neuen Community-Events starten. Mal schauen, was da los ist. Die von heute, halt Moment, also die von letzter Woche, da hatte ich mich zwar angemeldet, aber ich habe nicht so viel gemacht. Eigentlich nichts. Naja. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen nochmal ein Community-Event mit. Was ist denn da hinten los? Was ist denn das für eine Perlenkette da unten auf dem Radar? Oh, der haut ab. Der will abhauen, oder? Ne, der kommt nochmal zurück. Der ist auch sauber. Okay, ne, dann hole ich den nicht vom Himmel. T6. Das ist aber schön. Da hat aber jemand sein Zeug schön aufgereiht vor uns. Guckt euch das mal an. Ah, oh. Ich wollte gerade sagen, lass mal hinfahren. Lass mal hinfliegen. Ja, nee. Okay, da sind die Annäherungsminen. Interessant. Ich habe mich ja neulich noch gefragt. Das muss neu sein. Also das ist noch nicht ewig im Spiel, dass die so viele Minen legen. Ach ja, geil. Ach guck mal, platzen die jetzt alle nacheinander. Ach, wie schön. Haben wir sogar ein kleines Feuerwerk. Da rechts noch. Geil. Gerade den Moment abgepasst, in dem die alle hochgehen. Ja, cool. Kenne ich so überhaupt nicht, bis auf neulich, als ich mich gewundert hatte, was mich getroffen hatte, was ja nur eine Mine sein konnte. War dann auch eine, habt ihr mir ja auch geschrieben. Und das machen wohl die NPCs auch schon eine ganze Weile, aber ich habe es nie gesehen vorher. Und jetzt gerade nochmal an eigenem Leibe. Gott sei Dank sind wir nicht durchgeflogen. Ja, schade, hier ist gerade nicht viel los. Da ist noch eine Vulture. Die kommt auf uns zu. Victor Luft. Na, dann komm mal her. Ruben, los geht's. Da unten hat schon wieder jemand diese Annäherungsminen ausgelegt. Finde ich eigentlich ganz cool. Und was ich auch finde, was schon wirklich lange über der Zeit ist, dass hier auch mal NPCs mit einer Cutter oder einer Corvette rumfliegen als Piraten. Was? Ruben! Du bist eine Nase, also ehrlich. Kann passieren. Passiert den besten Piloten. Hast ein neues Spielzeug. Leg los. Ja, warum immer noch keine Cutter und keine Korvetten rumfliegen in den Abbaustandorten? Die fliegen rum in den Kampfgebieten. Da bringen die auch ordentlich Asche, wenn man die abschießt. Vielleicht ja jetzt sogar mehr. Aber hier habe ich noch nie eine gesehen. Und es wird auch echt Zeit, dass die da mal welche einfügen. Dass man die hier als Piraten abschießen kann. Warum die das nicht machen, ist mir ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich finde auch, vorhin, als ich das mit den Piraten und den neuen Kopfgeldern mal getestet hatte, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem ein oder anderen Schiff
die KI ein bisschen angepasst wurde. Hauptsächlich betrifft das die Clipper, die sich ja seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, Jahren fast schon, locker schon anderthalb, zwei Jahre, richtig kacke verhalten, also einfach nur schlecht verhalten in einem, als Piraten, als gegnerische NPC-Schiffe. Zumindest hatten die paar, die ich vorhin hatte, hatten sich da ein bisschen, naja, nicht großartig besser gewehrt, aber die sind zumindest ein bisschen anders geflogen, nicht teilweise einfach nur im Raum sinnlos rumgestanden und haben sich abschließen lassen. Also könnte sein, dass sie da auch ein bisschen dran gedreht haben, kam mir zumindest so vor. Und ich hatte vorhin eine Viper am Arsch, das war ein Wing, ein Dropship und eine Viper als zweier Wing. Und die Viper, die ging mir so auf den Sack, die hat so ewig überlebt, da bin ich so lange hinterher. Ich hatte ja Ruben nicht dabei, den hatte ich vergessen bei meiner ersten Tour. Naja, jedenfalls hat es ewig gedauert, bis ich dieses Scheißschiff erwischt hatte. Die ist richtig gut unterwegs gewesen und war noch nicht mal tödlich oder Elite oder sowas, sondern die hatte noch einen recht geringen Rang. Naja, so, haben wir noch was? Jo, guck mal, da haben wir noch eine Python. Ach Gott, ach, die baut ab, ist ja klar. Scheiße. Sauber. Oh, ein Gunship. Na, nicht zu früh, Freunde, die bauen auch. Ach komm schon, die bauen auch gern ab, wollte ich gerade sagen. Der Elite-Miner Paul Green, wer kennt ihn nicht? Oh, anomale Massenscan-Daten. Haben wir bekommen. Haben wir noch was? Vielleicht ein T6, der sich heute als Pirat verdient? Nee, natürlich nicht. Hätte mich auch stark gewundert. Die ASP. Das ist ein Dreier-Wing. Ha! Die knöpfen wir uns vor. Mark, Wabi und Gang. Wir haben, ach nee, noch eine Viper. Aber ich habe Ruben mit. Was haben wir noch? Was ist das noch? Noch eine Viper MK4 sogar. So, pass auf. Schick Ruben. Erstmal dahin. Wir prügeln. Ach, komm schon. Ach, ich sehe jetzt nicht ab, weil ich erstmal durchscannen möchte. Ja, komm, wenn ich lange genug dran bin, treffen die trotzdem ganz gut. Und vorbei. Und weg damit. Ja, Düppel ist bei mir auf V für Düppel. Schildzellen ist auf C. Das kommt der Sache schon ein bisschen näher. Ja, muss ich doch nochmal ran, nochmal ein gesondertes Video dazu machen. H ist das nächste gegnerische Schiff auswählen. Ähnlich wie G. G ist, glaube ich, das nächstgelegene Schiff oder so auswählen. Und H ist die größte Bedrohung oder irgendwie sowas auswählen. Ruben! Ruben schon kaputt oder was? Habe ich nicht mitbekommen. Oh, eine Clipper! Hallo! Ruben, du alter Schlawiner, raus mit dir! Und keine Pause, wir haben da noch eine Viper zu erledigen. Und die Clipper, die gerade so schön majestätisch an uns vorbeigedüst ist. Da ist er, die wartet schon auf uns. Oh, 51.000. Nein. Wie breche ich den Befehl ab? Nein, Ruben nicht ergreifen. Nicht. Nein, das ist, glaube ich, schon zu spät. Oder? Shit. Ach, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Ach Gott sei Dank. Ich war ganz ein bisschen hysterisch deswegen, weil das gegnerische Schiff noch nicht gescannt war. Es wurde noch nicht als gesucht gekennzeichnet. Und ich hatte Ruben schon draufgeschickt. Es ist ja so, wenn das gegnerische Schiff, so, auch wenn es gesucht ist, aber noch, mir noch nicht als gesucht angezeigt wird und ich schieße drauf, habe ich sofort eine Strafe und die Systembehörden am Arsch. Oh, da hatte ich jetzt gerade mega Schwein. Okay, Ruben. Hatten wir Glück, dass entweder in dem Moment gescannt war, als er den ersten Schuss abgefeuert hat, oder vielleicht macht das bei Fighter-Piloten nichts aus, das weiß ich nicht. Puh. Glück gehabt. Ja. Ja, geil, 100.000. Was haben wir denn noch? Eine Keyback? Nö, mit der lege ich mich nicht an. Oh, doch. Der hat was für uns. Ja, der guckt schon so böse.
Commander. All to the rest. So, adios. Haben wir noch einen? Haben wir nicht. Wie weit sind wir weg? 4 Kilometer. Wir können noch mal ein bisschen in die Mitte fliegen. Vielleicht kommt noch mal was Schönes. Noch mal eine schöne FDL. Hatte ich heute noch gar nicht. 17 Mille. Ja. Ja, es geht sehr zügig. Also, die wöchentlichen Unterhaltskosten für einen Carrier, für einen Flottenträger sind schon drin. Immerhin. Ihr habt mir auch gesagt, ich brauche die Werft gar nicht, um meine eigenen Schiffe drauf lagern zu können. Das wusste ich halt nicht. Ich dachte, die brauche ich, damit ich meine Schiffe drauf lagern kann. Aber da es auch ohne geht, fliegt das Ding bald wieder raus. Aber ich habe mitgekriegt, dass ich in einem System sein muss, in dem Carrier-Dienste angeboten werden oder die Dinger verkauft werden. Nur in dem könnte ich dann wohl auch den Carrier wieder umbauen. Ich kann zwar das Modul, die Werft oder was auch immer, stilllegen, aber nicht wieder ja, entfernen lassen. So. Weil die baut ab. Das sieht mir ganz danach aus. Jo, die baut ab. Hier ist ja nichts. Hallo. Komm schon, Elite. Eine fette Elite, Conda. Ja. Komm schon, gleich 300.000. Ah, 219.000. Das wird ein gefundenes Fressen. Da gehe ich doch direkt mal aufs Kraftwerk. Das mache ich jetzt wieder sehr häufig. Nachdem ich das neulich schon mal getestet hatte, gehe ich wieder gerne aufs Kraftwerk. Teilweise selbst bei den Elite-Kondas ist das so schnell runter. Na, nee, war noch nicht durch. Ruben, hau schon mal rein. 406, also 500.000. Ziemlich genau 17 Millionen haben wir jetzt. Das ist ja nochmal ein schöner Test zum Schluss. So, die Düppel zwar, ich bleibe trotzdem mal drauf, ohne abzuvisieren, weil ich keinen Bock habe, gleich nochmal das Kraftwerk auszuwählen. Ja, da wird es auch schon gegrillt. Nice. Geil, wie sich die Konda immer noch um Ruben kümmert. Ruben? Ja, shit. Naja, alles gut. Wir haben noch Fighter dabei, Ruben. Kein Problem, wenn du den kaputt machst. So, Kraftwerk ist hinüber, wunderbar, wenn du keinen Platz ist sogar gleich. Ne, noch nicht. Nicht. Jo, jetzt geht's so hoch. Adios. Nice. Okay. 900.000. Scheint meine Berechnung von... Ah ja, guck mal, da sind jetzt sogar noch bei irgendeinem Schiff eine Fraktion dazugekommen. Naja. Und mit Sicherheit noch einiges andere auf den anderen Beträgen. Das hatte ich mir jetzt nicht angeschaut, wie die vorher aussahen. Aber trotzdem, knapp 1 Million. Hallo. Schon ganz geil. Was haben wir noch? Haben wir noch mal? Komm, eine FDL hätte ich gerne noch. Ah, da musst du wirklich eine gute Instanz haben, dass sich eine FDL blicken lässt. Musst du ein paar Mal rein und rausspringen aus dem Spiel. Oder halt, hier gibt es ja, also je nachdem, wo du gerade bist, aber hier gibt es ja ein paar gefährliche Rohstoffabbaustand oder wechselst immer mal hin und her. Und wenn man mal wirklich einen guten Standort erwischt hat, mit vielen Piraten, die immer wieder nachspawnen, sollte man den echt mal ausnutzen, weil die gibt es nicht so häufig. Wie lange sind wir denn drin? Ah, knapp eine halbe Stunde. Haben wir noch ein Schiff? Was ist das hier? Da. Da sehe ich keinen Bergbaustrahl. Ja, würde ich so sagen. Dienst du uns heute mal als Abschluss? Ruben? Ruben? Ah, da ist er. Es düppelt. So, adios. Das Schild ist gleich weg. Jo. Und düppel lassen klar. 3, 2, 1 und drauf. Zack, das war's. Adios. Sehr schön, wunderbar. Cool. Ja, geht Piratenjagen, macht Bock. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ab heute ein neues Community-Event. Auch nochmal irgendwo mit Piratenjagen. Dann klappt es natürlich nochmal umso besser, plus den Bonus vom Community-Event. Aber erstmal schauen, was
was es wieder gibt. Ist aber sehr häufig was mit Piratenjagen dabei, das geht halt immer. Und vielleicht sogar in einem System, in dem es dann auch einen Rohstoffabbaustandort mit gefährlichen Leuten gibt, umso besser. Jo, das war's von mir. Oh, noch aufgestoßen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls wir uns vorher nicht mehr hören, noch einen schönen vierten Advent. Vor Weihnachten hören wir uns bestimmt nochmal. Und ja, ich bedanke mich. Bis dahin. Tschüssi.